Okay. So. Es ist die erste Ausstellung, in der Liebermann mit Van Gogh so direkt gegenübergestellt ist. Was wir über beide wissen, sind das ja grundverschiedene Charaktere. Und ob Liebermann sich tatsächlich darauf eingelassen hätte, mit Van Gogh sein Gemälde zu diskutieren, wage ich zu bezweifeln. Van Gogh hätte sich ja enorm davon profitiert, wenn sich beide getroffen hätten. Mein lieber Theo, stell dir eine Fahrt über die Heide vor, früh um 3, in einem offenen Bauernkarren. Als es eben hell wurde, du, da wurden die flachen Landschaften der Heide, da wurde alles ganz genauso wie die allerschönsten Corots. Vincent van Gogh schreibt diese Zeilen 1883 seinem Bruder Theo aus Drenthe. Als er hört, dass Max Liebermann in der Nähe sei, macht er sich auf den Weg, ihn in Zwelo zu treffen. Von Liebermann will Van Gogh lernen, Landschaften zu malen, so wie sie an seinem Auge vorbeiziehen. Es war noch ziemlich dunkel, als wir in Zwelo ankamen, früh um 6. Die Einfahrt in das Dorf war ungemein schön. Enorme Moosdächer auf Häusern und Scheunen. Im Moos Töne von Grün-Gold, auch dunkle, lila-graue Töne. Du schriebst mir von Liebermann, ich habe nie etwas von ihm gesehen. Nun ich aber die Natur hier vor Augen habe, verstehe ich vollkommen, wie vernunftgemäß es ist, dass er so verfährt. Als Van Gogh in Zwelo ankommt, ist Max Liebermann nicht da. Es ist Anfang November und Liebermann wahrscheinlich nur wenige Tage zuvor abgereist. Der einzige Gasthof im Ort ist leer. Van Gogh sucht nach der Rasenbleiche, die Liebermann hier gemalt hat. Er will ein Bild von derselben Wiese malen. Das Gasthaus von damals ist heute ein Ausflugscafé. Die Wiese liegt gleich dahinter. Einziger Anhaltspunkt, ein Baum. Oh, das muss diese Linde sein, bestimmt. Diese, wo kann man diese, das sehen? Wo kann man das sehen? Hier war den Platz, wo alle die Bleiche, ja, wo das gemalt ist. Die Heimatforscher erzählen, dass Van Gogh nur einen Tag in Zwelo blieb. Das können wir hier auch sehen, was das ist Van Gogh gemalt hat, ja, hier. Ja. Das sehen auch die Unterstützung, ja, und das sind diese Leine hier. Ja. Aber es ist gemalt von dort und dann von dieser Seite sieht man die Baum, ja? Ja. Und dies ist von dieser Seite und Van Gogh hat es von der Seite gemalt in diese Richtung. Ja. Und da war damals ein Van Gogh kannte das Liebermann-Bild nur aus den Beschreibungen, die sein Bruder ihm geschickt hatte. Heute ist das Bild in Köln zu sehen, im Wallraf-Richarts-Museum. Liebermanns Rasenbleiche war zuerst 1883 im Pariser Salon ausgestellt und sieht heute völlig anders aus als damals. Die Restauratoren haben das Werk intensiv untersucht. Die Röntgenaufnahmen beweisen, dass es tatsächlich dasselbe Bild ist, das in Paris zu sehen war. Der Katalog von damals zeigt den Nachstich der ursprünglichen Version, bevor Liebermann Format und Motiv radikal veränderte. Das Bild war damals heftig in die Kritik geraten. Vor allem die Wäscherin im Vordergrund wurde als kapitaler Fehler kritisiert. Liebermann, erfolgsverwöhnt, übermalte sie. Das Röntgenbild verrät uns noch vieles mehr, und zwar, wie genau er vorgegangen ist. Man sieht hier im Vordergrund die Wäscherin sehr deutlich, an der zweiten Stelle die Wäscherin, die einen Eimer getragen hat und hier sozusagen hinter dem Baum versteckt positioniert war. Und man erkennt eben auch sehr schön auf der Röntgenaufnahme, dass Liebermann, als er die Wäscherin übermalt hat, zunächst erstmal auf der Suche war, wie er diese leere Fläche füllt, und hat hier sehr viele weiße Leinenstücke angelegt, die auf der anderen Seite, die waren schon, aber diese hat er angelegt und hat sie dann im Nachhinein wieder getilgt.
dieser Wille, dieses Bild zu übermalen, macht aus dem Bild im Grunde ein ganz anderes Gemälde. Also vorher hatten wir es im Grunde mit einer Genreszene zu tun, mit Wäscherinnen, die in einer Landschaft integriert sind und bei der Arbeit zu sehen waren. Und jetzt spielt natürlich die Landschaft eine viel größere Rolle. Also es ist im Grunde auch ein Schritt zu einer viel moderneren Darstellung, wie wir sie dann auch aus dem späteren Werk Liebermanns kennen. Also es ist eigentlich ein Bild, das sich an einer klaren Wende auch bewegt im Oeuvre Liebermanns. In der Liebermann-Villa in Berlin überlegt das Ausstellungsteam, wie eine Begegnung zwischen Liebermann und Van Gogh verlaufen wäre. Van Gogh stand damals erst am Anfang seiner Karriere. Was klar ist, ist, dass Van Gogh ein großes Interesse gehabt hätte, Liebermann zu treffen, weil Liebermann ein schon zur damaligen Zeit erfolgreicher und erfahrener Künstler war und er sich auch Unterstützung von anderen Künstlern erhofft hat, weil als Autodidakt hatte er ja nie eine Akademie gesehen, sondern war auch auf den Austausch sehr angewiesen. Und hatte sich deswegen ja bestimmt auch den Katalog vom Pariser Salon besorgt. Ja, also das ist tatsächlich nur der Stich, wie er für den Katalog in Paris gemacht wurde. Also das hat er in der Tat häufig gemacht, dass er dann Fotos geschickt hat. Und nach diesen Fotos sind dann so Stichätzungen hergestellt worden, weil es damals noch nicht die Möglichkeit gab, Fotos in ein Druckverfahren aufzunehmen und sie zu reproduzieren. Das finde ich, ich stelle mir das auch mal, das sind ja wie so zwei große Kometen der Kunstgeschichte, die so ihre Bahnen ziehen und an einem Punkt sind sie sich dann plötzlich ganz nahe. Und dieser Moment der Nähe, den zeigen wir in der Ausstellung und der wird viele, viele überraschen und auch für viele. Das ist ja auch sehr unerwartet, weil man ja, wenn man an Van Gogh denkt, nicht unbedingt an diese Motive, die wir zeigen, so als erstes. Ja. Denkt, sondern tatsächlich eher an die späteren Werke. Von daher ist das ja so der unerwartete Van Gogh, den man auch kennenlernt in der Ausstellung. Seit den frühen 1870er Jahren reiste Max Liebermann regelmäßig in die Niederlande, um dort zu malen. Anfangs nach Amsterdam und Dongen, später nach Zwelo. Eins seiner wichtigen Werke aus dieser Zeit hängt heute in Frankfurt, im Städelmuseum, einem der bedeutendsten Kunstmuseen in Deutschland. Hier ist Felix Krämer, Sammlungsleiter der Kunst der Moderne, zuständig für die Bilder von Max Liebermann. In der Galerie ist das 1882 entstandene Bild Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus zu sehen. Tatsächlich kann das Museum nur 1% der Sammlung in der ständigen Ausstellung zeigen. Der Großteil von insgesamt 3000 Gemälden lagert gut klimatisiert im Depot. Auch der Weber von Max Liebermann. Er ist 1882 gemalt in Zwelo, wo Liebermann sich aufhielt und die Gelegenheit hatte, in der Weberei des Ortes den Webern zuzuschauen und dieses Bild zu malen. Also so ein Bild, dass einem das nicht auseinanderfliegt, so eine Komposition, dazu gehört einfach eine ungeheure Könnerschaft. Also es gibt zwar dieses Brauntonige, was wir eben aus dem Realismus kennen, was das sozusagen zusammenzieht und ihm auch das Gefühl eines Altmeisterbildes gibt. Dabei belässt es Liebermann eben nicht, sondern es gibt immer wieder diese farblichen Akzentuierungen, also dass Grün und Rot aufeinander trifft. Oder wir haben hier ein ganz dunkles Blau, was dann auf das dunkle Rot trifft. Und ein weiteres Element ist dieses Rad, was sich da im Zentrum dreht, was sich so schnell dreht, dass es so ein Bewegungselement gibt. Man sieht sozusagen, das sind die Auflösungen der Formen. Das sind keine Bäume, da ist kein Geäst. Das sind keine Büsche zu erkennen, sondern die Natur, die wir da sehen oder zu sehen glauben, die entsteht bei uns im Kopf. Also an der Stelle sieht man, in welche Richtung Liebermann später gehen wird. Also das ist schon bemerkenswert und weist auf auch die Ideen des Impressionismus hin. Während Max Liebermann mit den unterschiedlichen Darstellungsformen spielt, kämpft Van Gogh noch darum, eine realistische Form zu finden. Er ist an den gleichen Motiven interessiert. Also wenn man sich diese frühen Arbeiten von Van Gogh anschaut, dann sieht man, wie sich da jemand müht, wie jemand was will, auch Großes will, aber er überhaupt noch nicht die malerischen Mittel hat, das dann auch auszudrücken. Und das ist so holzschnittartig, das ist ja auch unbeholfen letztendlich. Das ist immer wieder einfach erstaunt, wenn ich diese frühen Arbeiten sehe. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, also den Weber,
und er das quasi als Referenz mitgebracht hätte, ich glaube nicht, dass Liebermann sich auf einen Dialog eingelassen hätte, weil die Unterschiede sind einfach zu gravierend. Das ist keine Begegnung auf Augenhöhe. Liebermann war ein starkes Vorbild für Van Gogh, der erst langsam seinen künstlerischen Weg fand. Er war mit dem festen Entschluss nach Drenthe gereist, Maler zu werden. Hier im Drenns Museum in Assen sind Werke aus seiner frühen Zeit zu sehen. Willemijn Lindenhofjes ist Kuratorin der niederländischen Malerei ab der Zeit um 1880. Sie hat sich intensiv mit den frühen Arbeiten von Van Gogh beschäftigt. Für Van Gogh war die Zeit in Drenthe 3 Maler. Van Gogh stand in der Zeit in Drenthe am Beginn seiner künstlerischen Laufbahn. Bis dahin hatte er auf Anraten von Mofe Zeichnungen und Aquarelle gemacht. Aber jetzt wollte er anfangen zu malen. Aber in Drenthe ging er für das erste schilderen. 1883 zieht Vincent van Gogh in eine kleine Pension in Neu-Amsterdam. Immer öfter tauscht er den Zeichenstift gegen Pinsel und Farben. Er ist fasziniert von der ursprünglichen Landschaft vor seiner Haustür. Dieses Werk ist in Neu-Amsterdam entstanden, dem Gebiet der Torfindustrie. Van Gogh ist in diese Gegend gezogen, um andere, neue Motive zu finden, Bauern und Torfarbeiter. Aber auch, weil er gehört hatte, dass Liebermann sich dort aufhielt. Man sieht ganz deutlich, dass er noch am Beginn seiner Laufbahn steht. Interessant ist, dass er Hals über Kopf wieder weggezogen ist. Er war sehr einsam hier und depressiv und ist zurück zu seinen Eltern nach Brabant gegangen. Dabei hat er fast sein gesamtes Werk zurückgelassen, das jetzt verschwunden, wahrscheinlich vernichtet ist. Und dies ist eins von 7 Gemälden, die aus der Drenthe-Zeit übrig geblieben sind. Von Liebermann hängt im selben Museum eine Vorstudie zur Rasenbleiche. Liebermann ging es mehr um die Kunst. Er war fasziniert von Licht und Schatten, das Licht, das von Bäumen gefiltert wird. Das ist im vollendeten Werk der Rasenbleiche noch viel stärker zu beobachten. Dies ist eine direkte Studie. Sie zeigt die Atmosphäre eines Sommertags. Liebermann war ja immer im Sommer in den Niederlanden. Und dieses ungewöhnliche Format ist entstanden, weil er es im Deckel seines Malkastens gemalt hat, draußen in der Natur. Nach dem Vorbild der Maler von Barbizon, Millet und Corot, um so direkt wie möglich den Eindruck der Natur festzuhalten. Um so direkt mogelijk hun Indruck von der Natur festzulegen. Liebermann war, denke ich, iets minder. Das war es, was Liebermann interessierte. Während Van Gogh sich aus tiefem Herzen mit den einfachen Menschen verbunden fühlte und genau so leben wollte. Ja, das war ein Art von Ideal für ihn. In der Liebermann-Villa am Wannsee sind zum ersten Mal Werke von Liebermann und Van Gogh gemeinsam zu sehen. 42 Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde. Museen aus den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Belgien und Deutschland haben ihre Werke geliehen. Darunter auch der Weber aus dem Frankfurter Städelmuseum. Erst wenn dokumentiert ist, dass die Werke ihre Reise gut überstanden haben, kommen sie an den für sie vorgesehenen Platz in der Ausstellung. Max Liebermann hat die frühen Werke von Van Gogh vermutlich nicht gekannt, obwohl der für einen kurzen Zeitraum sehr ähnliche Motive malt. Erst später hat Liebermann Van Gogh als Maler wahrgenommen und dann dafür gesorgt, dass seine Bilder in der Berliner Sezession zu sehen waren. Das ist ja erstaunlich, wenn man von heute aus schaut, dass derjenige, der so weltberühmt ist, dass nämlich Van Gogh damals eher als Anfänger im Vergleich mit Liebermann dasteht. Das hat sich ja dann danach doch sehr geändert. Insofern, als Van Gogh dann weit über Liebermann hinausgegangen ist und dann eine Art von Modernität entwickelt hat, die selbst Liebermann dann verwundert hat. Liebermann und Van Gogh sind einander nie begegnet. Doch für einen kurzen Moment waren sich beide Künstler ganz nah.